Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns das Jubiläums-Event an, vierjähriges Geburtstag von Genshin Impact. Wir haben einmal bekommen dieses nette kleine Drachenpet hier im Ei. Dazu auch nochmal 400 Urgestein und die nächsten Tage kriegen wir auch nochmal 400 Urgestein und noch ein paar andere Items. Zusätzlich haben wir eine Quest. Jetzt muss ich nur mal schauen. Dass wir nichts übersehen haben. Okay. Einmal hier in Fontaine. Holen wir was ab, sprechen hier mit ihm und bekommen dann eine Kamera. Paimons Fotoapparat. Und jetzt haben wir praktisch für den Geburtstag so ein kleines Auftragsbuch bekommen, wo wir verschiedene Fotos machen müssen. Und das geht natürlich wieder über mehrere Tage hinweg. Und gibt auch noch mal, ich glaube, immer Urgestein, jedes Mal. Was auch nochmal sehr, sehr nice ist. Zu fotografieren ist Ziel Einhänder als Waffe zwischen 15 und 17 Uhr innerhalb des vorgegebenen Bereiches. Heißt, wir gucken einmal. Unsere Reise Namelmondstadt ihren Anfang und Ember war die erste der Ritter des Ordens, die wir trafen. Fürsterwald, Orden des Verdunst, Wald des Ruin. Heißt, wir sollen jetzt zu seinen Ruinen oder nach Mondstadt einfach nur? Nur nach Mondstadt einfach nur. Okay. Und dann halt eine Einhandschwertfigur auswählen. Da hoch, ja. Da ist der Fotospot mit Ember sogar. Okay. Ja, es ist gut. Ich weiß, wie man Fotos macht. Danke. Sind es nicht schon 5000 Foto-Events gegeben? Fürs Jubiläumsevent hatten sie nicht mal Geld, um Voice Actor einzustellen. So, eine Handfigur haben wir, die Zeit steht innerhalb des Bereiches. So, ne, ist mal eine Markierung, wo wir drin stehen sollen. Y.
Und das war's schon. Let's go find some treasure. Nummer 1 abgeschlossen. Aufgabe Nummer 2. Figuren in der Warteanimation zwischen 4 und 6 innerhalb des vorgegebenen Bereiches. Der Drache. Okay. Zu Devalin. Auch wieder oben. Hey! Das ist schrecklich. Und jetzt falle ich runter, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Doch nicht. Gab gratis Ausdauer. Nun. Okay. Wir machen das. Zwischen 4 und 6. Ypsilon. Okay. Und das wäre es für den ersten Tag. Die beiden Sachen sollte man machen. Ne, weil ich jetzt hier vom Asia-Server das Ganze mache und das erst später mache. Ist fast schon der nächste Tag. Und praktisch jetzt besuchen wir, weil es halt das vierte Geburtstagsevent ist. Halt die ganzen verschiedenen Orte in den ganzen verschiedenen Gebieten nochmal neu. Sollte eigentlich für alle spielbar sein. Ich wüsste nicht, warum das nicht jeder machen darf. Also, soweit wie man die Gebiete hat. Das Kronen-Event ist noch ein bisschen da, falls ihr das noch nicht fertig gemacht habt. Also das Kampf-Event. Okay. Ja, und wie gesagt, heute Urgestein 400 und das schöne Drachenpad hier mit Ei. Morgen gibt es, glaube ich, ein bisschen Harz und 400 Urgestein. Dann gibt es nochmal so ein Gadget und 400 Urgestein und diese Lösung, womit man Relikte selber craften kann, sollte es am vierten Tag geben. Oder halt umgekehrt, ist das Gadget als letztes und die Lösung vorher. Okay, mehr wollten wir gar nicht zeigen. Ja, Livestream war natürlich zu 5.1. War jetzt nichts Großes Überraschendes. Wir bekommen 2 Kapitel in der Main Story. Wir bekommen Ceylon als Character, die dann natürlich in der Main Story auch vorkommen wird. Wenn man die Main Story wieder zeitig abschließt, bekommt man wieder 500 Urgestein als Belohnung. Wenn man das Gebiet fertig erkundet hat, beziehungsweise zu 80% die Gebiete von Natlan erkundet hat, bekommt man auch nochmal Urgestein als Belohnung. In den Menüs wurden so ein paar Upgrades hinzugefügt, war auch sehr, sehr nice. Events an sich waren halt standardmäßig Events, nichts groß Überraschendes. Nichts, wo man irgendwie eine gratis Four-Star-Waffe oder sowas bekommt. Aber wir bekommen gratis eine Candace als Charakter bei einem der Events, was sehr, sehr nice ist. Let's go find some treasure. Und ich glaube, ja, das reicht halt für so ein Zwischenpatch-Ding, wo halt keine Gebietserweiterung hinzukommt. Und dann nächstes Video von 5.1, wenn wir uns die Story anschauen. Bis dahin. Ciao, Leute.